Hallo ihr Lieben. Ja, heute machen wir mal ein schönes Video zum Thema 5D und toxische Sexualität. 5D ist ja so ein Synonym für, so, ich such das mal gerade, für ja, so diesen Shift, durch den wir gehen, Weiterentwicklung. Bewusstseinsweiterentwicklung der Menschheit. Also müssen wir jetzt nicht ins in die Tiefe gehen. Aber ja, könnt ihr auch mal im Privatkanal weitergucken, wenn ihr euch so für Spiritualität interessiert. Gut, was wir heute, genau, das Thema 5D und toxische Sexualität, habe ich auch eine schöne Frage dazu. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ich offenbar einen Glaubenssatz mit mir rumtrage, der da lautet: Ich kann nicht alles haben. Und genau das bekomme ich auch immer wieder vom Universum gespiegelt. Entweder treffe ich Männer, die ich total nett finde und mit denen ich eine Partnerschaft vorstellen kann, die ich aber nicht heiß finde. Oder ich treffe Männer, mit denen ich geilen, toxischen Sex habe, von denen du manchmal sprichst, die aber so gar nicht nett sind. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich glaube, man muss ja halt irgendwie mit einem der netten Männer abfinden und auf den heißen Sex verzichten. Oder heißen Sex haben und Single sein. Irgendwie glaube ich nicht, dass das beides geht. Ja, also zu jetzt, warum habe ich das auch 5D genannt? Weil zu diesem Bewusstseinsveränderung gehört meiner Ansicht nach halt auch zu sagen, also genau solche Glaubenssätze aufzulösen und zu sagen, ja, es doch, ich kann alles haben, so, ne? Also es ist ja immer diese alten Sprichwörter, Pech im Spiel, Glück in der Liebe oder was es da alles gibt. Lieber Spatz in der Hand als Taube auf dem Dach oder also diese ganzen Sachen, das ist eigentlich altes Denken so, ne? Und heute dürfen wir wirklich diese alten Glaubenssätze mal loslassen und können sagen, nein, ich kann alles haben. Jetzt muss man natürlich überlegen, bei diesem toxischen Sexualität, was ist das eigentlich? Und das ist eigentlich so eine Drama, Vorliebe für Drama, ne? Das ist, also der toxische Sex, der lebt halt davon, dass es, weiß ich nicht, dass man ständig Drama ist, dass eigentlich, auch wenn man jetzt entweder so eine richtige On-Off-Beziehung hat oder trotzdem so eine Heiß-Kalt-Dynamik da ist und dann immer wieder Versöhnungsex gibt und man muss sich wirklich in den Spiegel gucken und überlegen, was möchte ich haben? Möchte ich wirklich so ein Drama haben, was auch so einen gewissen Kick hat, ne, wie so eine Drogennacht irgendwie? Oder möchte ich ja stabile Beziehungen führen und trotzdem eine tolle Sexualität haben? Und klar, natürlich geht das. Das ist wirklich alles nur hier oben, das sind alles limitierende Glaubenssätze und ja, das ist genug dafür alles. Auch der richtige Partner, mit dem ihr ja, eine tolle Chemie habt und eine tolle Kompatibilität. Das ist halt nur, jetzt frage mich nicht wann irgendwie, ne? Das ist halt, also ihr schafft euch das, indem ihr diesen Weg geht, ne? Wovon der Liebeship-Weg da hoffentlich ein Teil ist für euch. Indem ihr diesen Weg geht, euch weiterzuentwickeln, eure Anziehungspunkte zu verändern und dadurch eben das nach und nach zu erschaffen, was ihr haben wollt. Aber es gibt da keine Abkürzung, man muss den Weg gehen, ne? Weil wenn ich selber total leere Eimer habe und weiß ich nicht, null, alle Themen nicht aufgearbeitet sind in mir, dann kann ich jetzt nicht erwarten, dass ich den Traumpartner treffe, weil ich selber einfach kein Match dafür bin gerade. Das ist auch überhaupt keine Bewertung, gar nicht, weil wir sind eh mal auf dem Weg und wir kommen sowieso nie an, weil selbst wenn ich dann in einer perfekten Beziehung bin, habe ich vielleicht wieder neue Wünsche und möchte diese Beziehung auch verändern. Ich weiß es nicht. Also es geht immer weiter, ne? Insofern ist einfach nur wichtig, auf dem Weg zu bleiben und den Weg zu genießen. Und ja, und diese Glaubenssätze, diese beschränkenden Glaubenssätze wirklich mal loszulassen. Und weil man kann nicht diese Glaubenssätze haben und gleichzeitig so ein komplett nice, geiles Leben anziehen. Das geht einfach nicht, ne? Wenn ihr weiter gucken wollt, ich verlinke das hier auch mal, guckt ruhig mal in den Kurs Spiritualität und nice, geiles Leben. Da wird das thematisiert. Und kommt zur Liebeschip-Party. Wir bereiten da gerade vieles vor. Und ja, wir werden es bald wiedersehen.